Kupfer wird seit langem wegen seiner außergewöhnlichen Eigenschaften verwendet. Fachleute schätzen die Wärmeleitfähigkeit, sehr gute Alterungsbeständigkeit, völlige Sauerstoffdichtheit und die antibakteriellen Eigenschaften von Kupfer. Dadurch ist Kupfer vorbestimmt für viele Anwendungen im Bauwesen und im Alltag. Bei jeder Anwendung steht Kupfer für Effizienz. Bei der Niedertemperatur-Fußbodenheizung aus Kupferrohren profitiert jeder von dieser Effizienz im zu renovierenden Haus oder im Neubau. Fußbodenheizungssysteme mit Kupferrohr bieten viele Lösungen, beim Neubau wie auch beim Renovieren. Die Rohrsysteme, deutschen Normen entsprechend, sind speziell auf diese Anwendung abgestimmt. Bestens erprobte Systeme umfassen technischen Support bis zur Baustelle und qualifizierten Service. Durch die dünnwandigen, flexiblen Kupferrohre sind Fußbodenheizungen mit Estrich heute wirtschaftlicher geworden. Die Rohre haben Gütezeichen und universelle Zulassungen. Sie werden in Rollen zu 100 Meter geliefert. Das entspricht der typischen Länge für einen Raum mit rund 20 Quadratmeter. Der Randdämmstreifen kommt an die Wand. Er kompensiert die Ausdehnung des erwärmten Estrichs. Anschließend wird auf dem Rohboden die Dämmung verlegt. Neben PU-Schaumplatten werden Polystyroldämmungen mit Folienkaschierung eingesetzt. Die Alternative fürs präzise Positionieren der Rohre: eine separate Rasterfolie. Durch eine Spezialnoppenplatte wird der Estrich dünner als üblich. Estrich ist wirtschaftlicher als Spezialvergussmasse. Nur in Minuten wird das Rohr ohne Vorbereitung abgerollt. Die Handhabung ist einfach. Die Rohre federn nicht zurück. Die gute Umformbarkeit von Kupfer erlaubt ein Rohrebiegen von Hand bei kleinem Biegeradius. Kein sich bücken mehr. Die Rohre werden durch Tackern auf der Dämmung fest mit Klammern fixiert. Der Rohranschluss an den Verteiler erfolgt durch Klemmringverbindungen oder Pressfittings. Nach dem Rohrverlegen folgt das Befüllen, Spülen und die Druckprobe. Dauer: eine Stunde. Der Estrich kommt jetzt direkt auf die installierten Leitungen. Mit den üblichen Estrichen ist Kupfer bestens verträglich. Die Längendehnung ist in etwa gleich. Auch das garantiert die langfristige Betriebssicherheit der Anlage. Die Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Trockenestrich reduziert den Feuchteintrag auf null. Sie beschleunigt die Inbetriebnahme. Bei nur geringer Aufbauhöhe ist diese Lösung die ideale Alternative. Auch bei Renovierungsarbeiten ist das System ideal, sowie dann, wenn nur geringe Bodenbelastungen erlaubt sind. Der Randdämmstreifen entkoppelt die Fußbodenheizung thermisch von den Wänden. Schnelles und einfaches Verlegen von gerillten Systemplatten, 25 mm dick. Die spezielle Rillenstruktur ermöglicht schlangenförmiges oder schneckenförmiges Rohrverlegen, auch um 45 Grad versetzt. Bei Bedarf können die Platten leicht angepasst werden. Leichtes Einbetten des Rohrs ohne Werkzeug, von nur einer Person. Das bestens verformbare Kupfer kann von Hand gebogen werden. Kupferrohre verlegen ohne Reststücke, ohne Abfall, durch passende Verbindungstechnik.
Dafür gibt es Pressfittings aus Metall und für besondere Anforderungen Schiebehülsenverbinder. Je nach Herstellerempfehlung ergeben sich alle Beläge: Fliesen, Teppich, Holzdielung und andere. Das System macht das Nachrüsten möglich. Kupferrohr, Fußbodenheizung auch in bereits bewohnten Räumen, dank flexibler Installation, abschnittsweise Raum für Raum. Einsparungen beim Materialeinsatz und vor allem im späteren Betrieb durch in jeder Variante einfache Installation und durch die erstklassige Wärmeleitfähigkeit des Kupfers. Die Niedertemperatur-Fußbodenheizung ist eine ästhetische und sehr komfortable Heizungsart. Keine Nachteile der klassischen Beheizung, wie die zu trockene Luft oder ungleichmäßige Wärmeverteilung. Die natürlichen Vorteile von Kupfer sind hier hervorragende Wärmeleitfähigkeit, unübertroffene Langlebigkeit, komplette Sicherheit vor Verschlammung. All dies zusammen ergibt eine leistungsstarke, zuverlässige und wirtschaftliche Lösung. Kupfer bietet bei weitem die beste Wärmeleitfähigkeit. Für die Flächenheizung ist es geradezu prädestiniert. Das Ergebnis? Homogene und regelmäßige Verteilung der Wärme. Sanfte, gleichmäßige Strahlungswärme, ohne Luftzug. Und das System ermöglicht ein genaues Einregeln, Raum für Raum. Wärme im Winter, Kühlen im Sommer. Das umkehrbare System lässt also im Sommer das Kühlen zu. Bezüglich Wohnkomfort und finanziellem Aufwand ist das zur Klimaanlage die echte Alternative. Die Festigkeit von Kupfer und seine sehr gute Alterungsbeständigkeit garantieren Anlagen mit einer Lebensdauer ohnegleichen. Dieser äußerst zuverlässige Werkstoff wird seit Jahrzehnten in allen Bauanwendungen verwendet. In Heizungsanlagen bestens bewährt und dauerhaft beständig, ist Kupfer in der Fachwelt sehr geschätzt. Keine Überraschungen durch genau definierte Werkstoffqualität. Die erste Wahl für Sicherheit. Und auf Dauer ein sicheres Material für Generationen. Kupfer bringt die Gewissheit tatsächlicher Kosteneinsparung im Betrieb. Kupfer ist antibakteriell. Es schützt vor Sauerstoffdiffusion. Das verhindert Algen und Ablagerungen in den Leitungen. Und es ist ein wesentlicher Schutz vor Verschlammungsphänomenen. Und es vermeidet Instandhaltungskosten. Kein regelmäßiges Spülen, keine Inhibitoren, keine Systemtrennung, kein Wärmetauscher, keine Füllwasserbehandlung. Kupfer garantiert ein System ohne besondere Wartung. Die hervorragende Wärmeleitfähigkeit des Kupfers ermöglicht also einen sehr wirtschaftlichen Betrieb. Verglichen mit anderen Systemen kann bei gleicher Wärmeleistung die Wasservorlauftemperatur um bis zu 3 Grad reduziert werden.
Zusammen mit geringeren Raumtemperaturen ergeben sich bis zu 15% Heizkostenersparnis. Die Fußbodenheizung aus Kupferrohr verringert den Betriebs- und Instandhaltungsaufwand um bis zu 30%. Schon ab Inbetriebnahme Jahr für Jahr Wirtschaftlichkeit. Dank Kupfer in der Niedertemperatur-Fußbodenheizung. Der Gebäudebestand verbraucht sehr viel Energie. Die Herausforderung zum Erhalten unserer Lebensqualität heißt Energieeffizienz von Gebäuden, hohe Behaglichkeit und gleichzeitig reduzierter Wärmebedarf. Durch ihre besonderen Eigenschaften entspricht die Kupferrohrfußbodenheizung voll den Herausforderungen der Zukunft. Kupfer ist unendlich oft wiederverwertbar, ohne jede Qualitätsveränderung. Deshalb wird von vielen Entscheidungsträgern Kupfer ausgewählt. Für Gebäude mit hoher Umweltqualität, zum Beispiel mit Umweltsiegeln. Das Kupferrohr ist also das bevorzugte Material zum Optimieren von technischer Leistungsfähigkeit, Energieeffizienz und der Umweltcharakteristik von Heizungsanlagen. Das erhält die Lebensqualität bei Energieeinsparungen schon ab Inbetriebnahme. Gesetzliche Wärmeschutzvorgaben werden dabei vorbildlich erfüllt. Die effizient genutzte Heizungsanlage bringt dank bester Wärmeleitfähigkeit des Kupfers Komfort und Lebensqualität. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer reduziert den Energieverbrauch des Heizsystems, auch durch geringere Wärmeverluste und durch einen besseren Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers. Sehr homogene Wärme schon bei sehr geringer Wassertemperatur, also weniger Energieaufwand für dieselbe Wärmeleistung. Zusätzlicher Schutz vor Algen und Verschlammen durch das Kupfer. Das erhöht die Lebensdauer der Anlage bei null Instandhaltungsaufwand. Die Niedertemperatur-Fußbodenheizung mit Kupferrohr entspricht auch künftigen Anforderungen. Und zu allen gängigen erneuerbaren Energien ist das Kupfersystem kompatibel. Kupfer als natürlicher Partner von Solar- und Geothermie verbessert den Wirkungsgrad dieser Systeme.